Erreichen die Aktienmärkte dann einen Boden, wenn die Investoren in Panik verfallen? Nein, sondern die Märkte erreichen dann einen Boden, wenn die Fed oder wenn die Notenbanken in Panik verfallen und das, was sie jetzt wieder nehmen wollen, was sie vorher gegeben haben. Früher haben sie Liquidität ins System gekippt, die Aktienmärkte gestiegen, gestiegen, gestiegen. Jetzt drohen sie mit dem Gegenteil. Entzug der Liquidität und jetzt plötzlich fallen die Aktienmärkte und man fragt sich, naja, wann ist da Schluss, wann ist der Boden erreicht? Das fragen sich viele, die noch investiert sind. Soll man jetzt kaufen? Ja, nein. Ist das der richtige Zeitpunkt? Dieser Frage wollen wir uns in diesem Video ein bisschen widmen. Ja, wann bekommt die Fed Panik? Die Fed hat ein Mandat jetzt sich gegeben. Wir bekämpfen die Inflation, koste es, was es wolle, das ist oberste Priorität, Regierungsauftrag gewisserweise von Joe Biden. Und warum das so ist, das zeigt ja eine Umfrage von Morgan Stanley und der US-Konsumenten. Da sagen mehr als die Hälfte der befragten Amerikaner, dass sie in den 6 nächsten Monaten weniger Geld ausgeben werden, sparen werden, ihre Ausgaben zurückfahren werden, vor allem in sogenannten Highly Discretionary Categories, also in Bereichen, die man nicht zwingend haben muss. Man muss nicht zwingend abends zum Essen ausgehen. Man kann auch zu Hause essen. Man muss nicht zwingend Apparel kaufen, also Kleidung, solche Sachen, die man sich leistet, aber jetzt nicht zwingend haben muss. Klar, jeder braucht eine Hose oder so, aber Sie wissen, was ich meine. Das also ist jetzt sozusagen die Folge dieser Inflation. Jetzt hat heute in Davos der Republikaner Toomey, der einer der prominentesten Fed-Kritiker ist und die Fed-Offiziellen immer richtig grillt, bei seinen Befragungen gesagt, die Fed has to stay course here, even if it means a recession. Also die Fed muss Kurs halten, selbst wenn eine Rezession dann folgt. Das zeigt, wie sozusagen der politische Druck auch noch da ist, auf die Fed hier erstmal diese Inflation zu bekämpfen. Denn wenn die Hälfte der Amerikaner aus dem Konsum rauskippt, dann ist niemand geholfen. Wenn du dagegen jetzt geldpolitisch gegensteuerst, um die Inflation zu bekämpfen, dann kriegst du auch eine Rezession sehr wahrscheinlich, aber du kriegst vielleicht eben dann die Inflation auch runter. Und das ist diese Entscheidung Pest oder Cholera. Die Fed entscheidet sich für Cholera. Die EZB hat sich lange für Pest und Cholera entschieden, aber wir sehen jetzt auch im internationalen Vergleich Inflation Concerns growing around the world. Es gibt diese Inflationsbedenken fast überall in der Welt, an der Spitze Russland, Argentinien, Brasilien, Türkei. Dort ja eine offizielle Inflation von 70%, wahrscheinlich weit über 100% in Wirklichkeit, aber auch in Deutschland und anderen Staaten, USA, ist das durchaus der Fall. Hier unten sehen wir mal eine Grafik, durchschnittliche Inflationsraten in der Welt. Und da sehen wir, ja, Erster Weltkrieg ging es natürlich nach oben, damals Kriegsausgaben. Dann Zweiter Weltkrieg ging es nach oben, dann ging es in den 70er Jahren nach oben. Und jetzt sind wir auf dem Weg in die 70er, wenn Sie hier rechts mal gucken in der unteren Grafik. Das geht schon ziemlich steil nach oben, auch wenn das in diesem Chart gar nicht so dolle aussieht. Ist da doch eine ganze Menge passiert. Und da haben wir heute etwa aus Deutschland eine Bestätigung bekommen. Deutscher Einkaufsmanager-Index, der ziemlich ordentlich war, der war jetzt gar nicht so schlecht, vor allem weil die Dienstleister jetzt wieder optimistischer sind nach Aufhebung vieler Corona-Regeln. Aber da sprach Market, dass die Daten erhebt, davon, dass die sowohl die Einkaufs- als auch die Verkaufspreise der Unternehmen ein neues Allzeithoch erreicht haben. Also es ist schlichtweg noch kein Ende in Sicht. Ja, Inflation und Rezession, das ist ein Zwillingspaar, das gehört zusammen. Denn wenn die Leute eben weniger konsumieren, dann werden Unternehmen weniger investieren, werden Unternehmen weniger Leute einstellen. Deswegen fällt dann die Wirtschaft gerne in eine Rezession. Ich hatte diese Grafik heute Morgen schon mal gezeigt, wo es einen direkten zeitlichen auch Zusammenhang gibt zwischen Inflation und Rezession. Und heute kommen jetzt neue Hiobsbotschaften in Sachen Rezession in den USA. Fing ja gestern an mit diesem Unternehmen Snap, das gesagt hat, also wir haben jetzt außerplanmäßig praktisch eine Gewinnwarnung gegeben hat. Wir haben noch im April, Ende April gesagt, so und so sind unsere Prognosen, müssen wir jetzt zurücknehmen, weil inzwischen der Ausblick so stark eingetrübt hat für die Wirtschaft, dass wir das nicht mehr halten können. Und heute bekamen wir dann die Verkäufe neuer Häuser. Hier war
eigentlich ein ganz ordentlicher Wert erwartet, aber die waren rückläufig um 16,6%. Das war eine der größten Abweichungen von der Prognose, die in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Interessant ist, dass die Preise noch weiter steigen. Das sehen Sie hier in der oberen Grafik. Preise gehen nach oben, die Transaktionen gehen nach unten. Das ist ein Muster, das hier wirklich erstaunlich ist. Und hier schreibt ING Economics, dass natürlich diese steigenden Hypothekenzinsen ein Riesenproblem ist und die Leistbarkeit dieser Immobilien ein Riesenproblem ist. Also die Preise steigen weiter, aber immer weniger Leute können sich das leisten. Das ist der Vorbote für fallende Preise, weil einfach zu viele Leute aus dem Markt raus sind. Die können gar nicht mehr als Käufer hier in Erscheinung treten. Und der Immobiliensektor ist natürlich sehr wichtig, auch für die Konjunktur in den USA. Wenn da mal die Dinge schlechter laufen, dann wird sich das sehr, sehr schnell auswirken. Aber wir hatten etwa auch den Richmond Fat Manufacturing Index. Das erste Mal seit dem Corona oder seit langer Zeit mal wieder sehr deutlich negativ. Wir sehen die Einkaufsmanager-Indizes in China, die ja schon ins Bodenlose gefallen sind aufgrund der Lockdowns. Und normalerweise folgen die westlichen Einkaufsmanager-Indizes dann mit 2 bis 6 Monaten Verspätung den chinesischen. Also da kommt noch sozusagen diese Tsunami-Welle aus China. Die Folgewirkungen des Lockdowns, die kommen noch auf uns zu. Und so ist es nicht überraschend, dass die Economic Surprise Index, der also die Abweichung der tatsächlichen Zahl von der Erwartung misst, jetzt auf dem tiefsten Stand seit 2019 gefallen ist. Die Wirtschaftsdaten enttäuschen also sehr, sehr stark, wie wir hier sehen. Und jetzt eben dann die Frage der Investoren, naja, wie kann die Fed jetzt sozusagen in eine solche Abkühlung hinein die Zinsen anheben? Geht doch gar nicht. Doch, geht schon. Das ist genau der Punkt. Jetzt sind wir in einer Phase, wo wir eben jetzt langsam, wie bei Kindern, die an der Kasse stehen mit ihren Eltern, und an der Kasse sind ja immer die Süßigkeiten und dann anfangen zu quengeln. Und das hörst du dir eine Zeit lang als Vater oder Mutter an. Das hörst du dir an, hörst du dir an. Und irgendwann willst du einfach nur noch Ruhe haben und sagst nach 3,5 Stunden quengeln, okay, ich kauf's dir, damit Ruhe ist. Und genauso werden sich die Märkte verhalten. Die Märkte werden so lange quengeln, die werden sozusagen so viel Stress machen, dass die Fed irgendwann sagt, okay, wir können nicht mehr. Wir werden jetzt umsteuern. Nur wenn die Fed in Panik verfällt, dann ist der Boden der Märkte erreicht. Nicht wenn die Anleger, wenn die Investoren in Panik verfallen, dann muss der Boden nicht erreicht sein. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis. Hier hatte zum Beispiel Goldman Sachs mal sich angeguckt, naja, was passiert denn in Straffungsphasen, also wenn die Märkte panisch agieren, weil eben die Geldpolitik sich strafft. Und da kommt man zum Ergebnis, dass es da meistens ein Gap von 3 Monaten gibt. Vor allem dann, wenn eben noch die Leveraging am Start ist. Das heißt, selbst wenn die Fed schon umsteuert, müssen manche sich noch enthebeln, die zu stark gehebelt sind. Und dadurch geht es dann einfach nochmal eine Zeit lang nach unten. Ja, viele sagen, ach, die Fed kann doch nicht zugucken, wie die Aktienmärkte hier weiter ins Bodenlose fallen. Nun ja, bodenlos, es ist zumindest schon was passiert. Schauen wir uns mal an vom Hoch, das wir kurz vor dem Corona-Crash gesehen hatten. Und das war ja damals ein Allzeithoch beim S&P 500 mit 3.400 Punkten. Sind wir jetzt um und bei 17-20% gefallen, 17%. Das ist die Sicht der Investoren. Die Sicht der Fed ist, naja, wir stehen ja nach wie vor 15% über dem Allzeithoch, das wir kurz vor dem Corona-Crash gesehen haben. Wo ist das Problem? Das muss man sozusagen aus dieser Brille, wie die Bank of America sagt, betrachten. Guckt euch die Fed an. Ist da irgendwo Panik auch im Anleihemarkt der Fall? Sind da irgendwelche Spreads nicht mehr praktisch unter Kontrolle? Schießen da Dinge über? Gibt es Pleiten? Großer Player am Markt? Nein, das ist nicht der Fall. Also hat die Fed überhaupt keinen Grund umzusteuern. Auch wenn natürlich die Stimmung sehr bärisch ist, gar keine Frage. Hier News Stories, Bear Count, wie viele Stories gibt es da? Über 10.000, die von einem Bärenmarkt sprechen. Aber wir sehen auch, dass der VIX, die Vola, gar nicht so hoch ist. Und dass wir deswegen diesen Stimmungsumfragen vielleicht nicht so trauen sollten, denn es gibt einen Unterschied zwischen dem, was die Leute sozusagen angeben in solchen Umfragen und was sie selber tun. Die haben nämlich diese Aktien überwiegend noch und das bedeutet für mich, dass da noch viel, viel Potenzial ist, damit diese Leute dann verkaufen. Wenn die dann verkauft haben und die Fed in Panik verfällt, dann ist der optimale Zeitpunkt für einen Einstieg. Ja, wo ist ein handelbares Tief?
Bullenmärkte werden niemals überkauft, so sagt hier Jim Bianco. Deswegen gibt es so Begriffe wie TINA, FOMO, Buy the Dip und so weiter. Bärenmärkte sind nie überverkauft, denn es ist schlichtweg so, dass wir jetzt eine schon sehr eigenwillige Konstellation haben. Wir haben eigentlich einen perfekten Sturm. Wir haben eine sich sehr stark eintrübende Wirtschaft, Corona, Ukraine-Krieg, China-Lockdown. Wir haben auf der anderen Seite eine Geldpolitik, die sich in dieser Situation straft. Das ist eigentlich das Negativste, was man irgendwie haben kann. Jetzt hatten wir 7 Wochen mit dem S&P negativ. Es gab einmal 8 Wochen in Folge negative Kursentwicklungen. Das war ein Rekord in den 1970er Jahren. Aber schauen wir doch mal an, woher wir kommen. Da ist noch sehr, sehr viel Luft. Hier sehen wir praktisch Marktkapitalisierung zu BIP. Also wie schaut es aus? Was sind die Aktienmärkte wert in Relation zum BIP in den USA? Und da sind wir so weit über dem Durchschnitt, dass wir uns, dass es schon eine Katastrophe wäre, wenn wir auf das Dotcom-Blasenniveau runterkämen. Also wir müssen schlichtweg die Relation eben im Auge behalten. Und hier sehen wir auch, dass die Kurse schneller gestiegen sind als die Gewinne der Unternehmen. Auch das ist eine Tatsache. Und das geht natürlich in Zeiten, wo die Geldpolitik locker ist, wo Liquidität ins System gespült wird. Aber wenn dann eben diese Liquidität abgesaugt wird, sieht man, wer nackt gebadet hat. Das ist genau das, was immer wieder sich in der Börsengeschichte wiederholt. Und es sind jetzt die Dickfische, es sind die großen Tech-Werte, die jahrelang so gut gelaufen waren. Allein die 8 großen Tech-Werte sind etwa für die Hälfte der Kursverluste im S&P 500 verantwortlich. Und siehe da, Sie erinnern sich noch an TINA, there is no alternative, gibt keine Alternative zu Aktien. Scheinbar doch, wir sehen jetzt das langlaufende US-Staatsanleihen, das erste Mal jetzt den Nasdaq überholt haben. Es geht also mit den Tech-Werten tendenziell nach unten und die Anleihen erholen sich jetzt etwas. Es passiert jetzt das, was mir schon länger schwant, nämlich eine Art Flucht in die Sicherheit. Wir haben, was die Renditen betrifft, etwa der 10-jährigen Staatsanleihe, eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, geradezu mustergültig, spricht also dafür, dass die Renditen sinken. Wann sinken Renditen, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht oder wenn die Investoren eben in vermeintlich sichere Häfen fliehen? Wir sehen heute schon Druck auch bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Schauen wir uns mal an, was seit Jahresbeginn am besten gelaufen ist. Commodities, Rohstoffe. Und dann sehen wir Brasilien, FTSE, also die Briten. Und ganz unten jedenfalls sehen wir MSCI China, Russell 2000, S&P 500 Growth und Nasdaq. Also die Amerikaner, die jahrelang am besten gelaufen waren, laufen jetzt am schlechtesten. Das ist doch irgendwo auch gerecht, meine Damen und Herren. Ich bin der Überzeugung, dass wir ja jahrelang diese Tech-Hosse gesehen haben und dass diese Tech-Hosse nicht so schnell vorbeigeht. Das hat sich gezeigt, das dauert Jahre. Jetzt sehen wir eine Art Swing in Value und auch das dürfte Jahre dauern. Dadurch ist man vielleicht im DAX jetzt besser aufgehoben als bei Tech-Unternehmen, so unglaublich es klingen mag. Wir sind jetzt übrigens in einer Situation, wo die Märkte eben schon diese Rezession riechen und deswegen schon jetzt gucken, wann werden denn die Zinsen wieder gesenkt, und US-Präsident Biden wird sich entscheiden müssen, was für ihn schlechter ist, entweder eine Rezession oder ein Bärenmarkt oder eine davonlaufende, eine galoppierende Inflation. Das ist keine leichte Entscheidung. Dieses ganze Geschehen, warum wir in einer historisch einmaligen Situation sind, das fasst hier dieser Artikel zusammen. Börse, Inflation, Zinsen. Was die aktuelle Krise so einmalig macht und so schwer zu lösen macht, der Uncharted Territory, finden die Notenbanken einen Ausweg. Da ist ein großes, gutes, tolles Panorama mit Tiefgang hier entworfen über die aktuelle Lage an den Märkten. Und hochinteressant, wir sehen jetzt auch aus politischen Kreisen hier in Europa Druck auf die EZB und Lagarde. Die sagen auch, wie etwa Finanzminister Lindner, ihr habt gepennt, ihr habt die Inflation aus dem Ruder laufen lassen. Das wird nicht nochmal passieren. Reißt euch am Ruder. Hier hat Christian Lindner richtig eine Abreibung an Lagarde als Rede gehalten. G7-Abschlussrede. Hochinteressant, unbedingt lesen, meine Damen und Herren, das ist absolut ein Gamechanger, der hier passiert. Heute hat zum Beispiel auch das EZB-Mitglied Kasachs gesagt, ja, wir sollten nicht ausschließen, auch mal um 0,5% die Zinsen anzuheben. Das wären ja Töne, die noch vor wenigen Wochen völlig undenkbar gewesen wären. Also diese beiden Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Einmal zu der außergewöhnlichen Konstellation, dann zu diesem Klimawandel, monetären Klimawandel, der jetzt durch die Politik als Druck auf Christine Lagarde und die schläfrige EZB weitergegeben wird. Und über all das werden wir auch sprechen
im Boom und Bust, was morgen um 19 Uhr ausgestrahlt wird. Normalerweise immer Donnerstag, Donnerstag ist Feiertag, also morgen 19 Uhr. Mit Daniel Saurenz von Feingold Research und Stefan Risse, meinem Dauer-Co-Moderator, mit dem Thema, war das die Zeitenwende am Aktienmarkt? Das sind zwei Bullen und ich bin natürlich auch bullisch, aber vielleicht nicht ganz so bullisch wie die beiden Herrschaften. Das könnte lustig und konfrontativ werden. Unbedingt reinschauen. Ich packe Ihnen mal den Live-Link schon auch unter das Video hier. Also die beiden Artikel plus Live-Link und jetzt sage ich Servus, ciao.